Moin an Holzhacker draußen, wir spielen wieder ein Röntgen Creative Wars. Jetzt im neuen Jahr. Silvester haben wir hinter uns gebracht. Der Jules ist immer noch da, so wie ich sehe. Hallo. Nein, ich möchte nicht wieder in dir Nein, sein. okay. Das War hatten wir Versuch schon. wert. Ja, trotzdem, Ja. hi. Kennst du das Gefühl, wenn du wieder in deinem Haus bist und keine Ahnung hast, was du zuletzt gemacht hast? Ich weiß, wir waren in der Höhle, aber ich weiß nicht mehr warum. Das geht mir jeden Morgen so, wenn ich aufwache. So gut, das kann ich auch nachvollziehen, ja. Habe ich vollstes Verständnis für. Ja, genau, ich könnte mal nach unserem Garten gucken. Ja. Immer wieder ich mach macht das er mir nicht die mal Tür ab. vor der Nase zu, ne? Immer wieder. Ich mach das nicht mal absichtlich. Das kannst du Das mir. kannst du nicht. Ja, egal. So. Aua. Oh. Meine Hose ist Ja. gedamaged. Wir sind in Folge 9, ne? Das ist Folge 9. Das ist Folge 10. Folge Nein, das 9 ist war Folge 9. Silvester. Ja, Moment. Das Weihnachtsspecial, hast du jetzt mitgezählt? Nee. Es war 7,5. Ja, richtig. Danach war. Folge 8 Silvester? Ah, nee, Folge. Ah, nee, Nee, da kam Moment. erstmal eine normale Folge, oder? Da haben wir erst noch eine normale Warte, Folge das war rausgehauen. 7,5. Weihnachtsfolge war 8, Silvester 9. Wir sind in Folge 10. Leck mich am Bein. Das heißt, wir fangen mit unserem Haus an. Oh, da Oh. habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ja, viel Spaß! ja. Okay. Das kam jetzt überraschend. Ich mache den Garten. Verdammt. Ist jetzt die Frage, möchten wir unser Haus wieder hier, also das hier, übernehmen und umbauen? Oder sollen wir uns eine neue Location suchen und ein vernünftiges irgendwo an einen schönen Ort hinpflanzen? Ich würde sagen, wir können ruhig eine neue Hütte nehmen. Und ich würde auch sagen, ich könnte mal in Steam offline gehen, damit man nicht sieht, was meine Freunde gerade alle spielen. Scheiße. Ah, Sehr gut. Pop-ups. Ja, okay. Ja. Ja, also ich würde sagen, neue Location klingt gut, oder? Was meinst du? Ja, aber wir lassen das hier stehen. Ist ja quasi unsere erste Hütte, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, alles klar. Der Groot Dann, spielt gerade Creativerse. Nein, echt? Ja, also Wo ist er denn? laut Steam. Wo läuft der rum? Ist der hier Ja, bei ist uns auf wahrscheinlich der auf der Welt? anderen Welt, oder? Ich Ah, weiß es okay, alles nicht. klar. Ja, gut. Nee, egal, seine scheiß Hackfresse will ich eh nicht sehen. Ja, echt. Widerlicher Typ. Ich Vor kann allem mich hat er nicht in letzter erinnern. Zeit nicht mehr seinen scheiß Bart und ohne Bart sieht er da echt. Also, nee. Einfach nur nein. Nein, geht gar nicht. So, ich weiß nicht. Ich renne jetzt einfach mal drauf los und guck mal, ob ich irgendwo eine schöne Ecke finde. Ja, mach das. Ich komme gern gleich nach. Vielleicht. Nein, dich möchte ich nicht dabei haben. Auch dafür habe ich natürlich nicht vollstes Verständnis. Ja. Hatten wir den Zuschauern eigentlich jemals erklärt, warum wir zwischendurch manchmal einfach solche Super-Extraktoren haben? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, ich glaube, wir haben schon mal erwähnt, dass die aus den Daily Chats sind. Ja, also kriegen wir die eigentlich, weil wir die Pro-Version haben oder kriegt die jeder? Habe ich mich mal Ich gefragt. habe keine Ahnung, ehrlich Ich glaube, das gesagt. ist wegen der Pro-Version. Echt? Würdest du mal behaupten? Ich meine, einfach so Boah, umsonst, so. Immer dieses scheiß Pay-to-Win, ne? Ist ja ekelhaft. Ja, gut, insofern, also es ist halt die Frage, inwiefern kann man gewinnen bei diesem Spiel? Ja, gar nicht, aber ist egal, lass doch mal. Okay, ein bisschen Kritik müssen die aber abkönnen hier, die scheiß Ja, echt. Entwickler und so hier, die uns hier mit dem fetten Media-Paket ausgestattet haben und voll nett zu uns waren, voll die Arschlöcher. Ja, genau. Schweinerei. Was? Genau. Genau das. So. Ne, hier sieht doof aus. Mitten im Wald ist doof, oder? Schon irgendwie so mit dem See oder so dabei, oder? Ja, würde ich sagen. Oh, meine Stamina ist leer. Warum? Oh, scheiße. Der Pool ist weggeschubst. Also Was? Das Leafy-Vieh. So, Grooch ist satt, aber the real Grooch kann ich füttern, so oft ich will. Der wird einfach nicht satt. Also ich meine, der Pilz geht auch nicht weg. Darum ist es auch the real Grooch. Ich merke das. Ah, jetzt geht es, jetzt ist es satt. Es dauert nur 20 Jahre. Also ich hätte hier einen schönen See gefunden mit einer Lichtung drüber. Aber das klingt ich gut. Weiß noch nicht. Ja. Kann man irgendwie hier Wegpunkte setzen oder sowas? Du kannst. Kann man nicht, ne? Nee, wir können aber Teleporter bauen, theoretisch. lass mich mal gucken, kann was brauchen ich wir denn für nicht. Teleporter noch alles? Die kann man aber auch nachher wieder abbauen und woanders platzieren. Ja, ne? Ich meine schon. Okay. Sind die Dinger denn? Ich möchte eigentlich einfach nur mal hier ein paar Orte markieren, dass wir uns die dann zusammen mal anschauen. Ja, das klingt gut. Hier, das sieht aus wie ein.
Achso, ich sollte vielleicht mal hier den Haken wegnehmen. Dann Teleporter ist aber Teleporter. Was brauche ich denn? Magnetite, Stonewort und Obsidian Slab. Habe ich alles nicht. Ich finde sie nicht mal. Ich hä? Also okay. Dabei bin ich bei jedem, keine Ahnung, bei jedem Scheißspiel, wo man irgendwie looten kann, immer bepackt bis unter die Decke, ne? Ja. Ich habe andauernd mein Inventar voll. Übrigens habe ich in der letzten Folge, glaube ich, darüber gelästert, dass du dein Inventar voll hast, ne? Ja, ich erinnere mich. Ja. eigentlich bin ich der Typ, ich hab's immer voll, nur hier irgendwie nicht. Oh, krass. Aber sonst, keine Ahnung, ich hab bei WoW oder sowas, ich war immer der, ich muss jetzt verkaufen, bevor wir in die Indie gehen. Ja, WoW war ja auch nie meins, muss ich sagen, ne? Was? Du hast, glaube ich, 3 Wochen gezockt oder so. Ich habe mich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, also mit Klassik habe ich nicht angefangen. Ich habe mich auch lange, lange davor gedrückt. Mhm. Ja, um nicht zu sagen Jahre. Ja, ja, also ich auch. Aber letztendlich hat es mich dann doch irgendwann erwischt. Ja, naja, ich finde, also dämlich, aber ich finde die scheiß Teleporter nicht. Ich mache uns jetzt erstmal ein bisschen Brot. Was? Ein Brot? Brot. Ach so. Boot. Hast du verstanden? Boot oder was? Ein Boot, ja. Okay. Ja, kann man auch machen. Weiß nicht, ob ich die so geil finde, die Brote und Sandwiches. Die geben halt mehr Maximum Life, aber. Pff. Naja. Okay. Was findest du jetzt daran nicht geil? Ah, doch, Heal Over Time. Jetzt ist auch dabei. Ich glaube, es kommt darauf an, was man genau dazu packt. Ich habe jetzt ein Pilz-Sandwich gemacht aus Brot, Kohl und Pilzen. Ja, gut. Klingt sehr appetitlich. Nicht. Ja. Ich überlege gerade, ob ich was anderes da mal reinpacken könnte, aber ich wüsste jetzt gerade nicht. Du könntest andere ja mal ein Schwein schlachten und ein bisschen Schinken draufpacken oder so. Ja, das mit dem Fleisch war immer noch so eine Sache. Das ist ja irgendwie nicht so. Das ist ein veganes Spiel, also vergleichsweise. Also. Ist bei Creativeverse noch nicht angekommen, oder was? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist echt so ein veganes Spiel. Kann das sein? Oh mein Gott. Boah, jetzt will ich es nicht mehr spielen. Nee, sorry, Leute. Let's Play schon wieder zu Ende. Holen, ja, ich hole jetzt erst mal einen Veggie-Burger und dann schauen wir weiter. Was? Boah, meine Hose ist beschädigt. Wohl, ich weiß nicht, in dem Spiel mit der Altersfreigabe, was war es, 0 Jahre? Ne? Ja. 0 Jahre, glaube ich. Ja. Muss ja jetzt auch nicht unbedingt ein geschlachtetes Schwein drin vorkommen. Doch, wir können die abschlachten, wir können sie nur nicht essen. Abschlachten geht ja, das ist ja faktisch. Ja, so. Sie verpuffen, ne? So wirklich schlachten, naja. Aber sie machen sterbende Geräusche. Ja? Ja. Hast du schon mal ein Schwein sterben hören? Sag mal, ich komme vom Land. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Bin froh, dass wenn ich in den Zeiten leben, in denen ich regelmäßig ein Schwein schlachten muss, um zu überleben. Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Also, was heißt, das könnte ich gar nicht? Ich müsste es lernen, aber es wäre, glaube ich, auch einfach nichts für mich. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du überleben, also wenn es ums Überleben geht, ich glaube, dann wäre das kleinste Problem. Ah, stimmt auch wieder. Also 200 extra Leben kriege ich anscheinend und Heal Over Time, wie gesagt. Durch so ein Mushroom-Sandwich. Voll nice. Woraus bauen wir eigentlich unser Haus jetzt? Da kann ich schon mal ein paar Materialien vielleicht sammeln und dir dann gleich bringen. Stein. Also ich hätte gerne so das Fundament und die ersten 2 Reihen quasi aus Stein. Ja, und dann oben so eine Art Fachwerk da drin, weißt du? Ja. Ja, was labert der da? Ja. Ich habe nicht mal zugehört. Ich habe dich nämlich auf der Karte gesehen, aber dann festgestellt, dass du das gar nicht warst, sondern dass das Tier war, das Grooch heißt. Ganz toll. Mhm, habe ich dann auch gemerkt. Ja, ich komme mal zu dir, Grant. Wir gucken uns das mal an. Ja. Achso, Stamina und so war ja so ein Thema, ne? Oh, wir sind gerade Schweine gespawnt. Pilze! So. Also ich finde das hier schön. Ich finde das alles sehr schön hier. Also ich finde an sich die Landschaft sowieso sehr schön. Aber das meintest du, glaube ich, nicht, ne? Ich finde auch dich sehr schön. Ich finde dich auch sehr schön, aber in diesem Spiel hast du halt keinen Bart. Das ist ein bisschen ungewohnt.
Das kratzt nicht so beim Küssen. Das stimmt. Hab ich gehört. So, zurück zum Thema. So, ich habe hier einen schönen See gefunden. Lichtung, viel Platz für ein Haus. Na gut. Bin auch gleich da. Vorteil ist, wir haben es nicht weit zum Herbstgebiet, wir haben es nicht weit zu einem Wintergebiet, wir haben es nicht weit zu einem kleineren Strand direkt am Meer. Das klingt doch gut. Ah, hier sind wieder Fallen Leaves. Yeah. Also ich kommentiere das nicht weiter, ich wollte das nur nochmal anmerken. Ich singe diesmal auch nicht, versprochen. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, ich auch so ein bisschen. Ich habe aber auch irgendwie den Drang, Weihnachtslieder zu singen, das ist nicht gut. Was ist das denn hier? Regenwald oder was? Das ist jetzt übrigens hier mein Claim. Oh, ein giftiger Leafy. Dein Claim, ich kann jetzt da nichts bauen wahrscheinlich dann, ne? Ja, erstmal nicht. Ich weiß nicht, ich muss erst gucken, wie man das hier freigibt. Warte mal, wahrscheinlich da. Der Manage Players? Ah, böse. Der Jules, der ist ein Visitor? Nee. Bilder, mindestens. Er ist ein Admin, komm, kümmer mal. Oh, all nice und so. Ja, was, bist okay, du, was bist du denn? Aber nur, was? Oh, ein Herbstleafy. Ein Herbstblatt quasi. So. So. Ja, Autumn Leafy Leaf. Darf dir jetzt quasi auch in die Ecke scheißen. Das ist nett. Das dürfen ja nur Admins, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Das sind also die sogenannten Admin-Rechte, von denen alle immer sprechen. Korrekt, genau. Die dürfen hier auch ihr Geschäft verrichten. Das ist schön. Ja. Aber ich bin mir zu Hause anscheinend Admin-Rechte, ist gut zu wissen. Das wäre traurig, wenn nicht bei dir zu Hause. Ja, die Frage ist halt, das ist ja nur zur Miete. Hat mein Vermieter jetzt auch Admin-Rechte? Weiß ich nicht. Ich würde mich doch sehr in meiner Privatsphäre gestört fühlen, wenn ich jetzt auf einmal hören würde, dass sie jetzt jeden Abend vorbeikommt. Ich glaube, dein Vermieter ist nicht System-Admin, sondern nur Netzwerk-Admin oder so. Achso, die haben dann nur im Netzwerk an sich genau, Geschäftsverrichtungsrechte, ja? Ja. Okay. Alles klar. So, einmal ein kompletter Neuanfang am Arsch der Welt. Ja. Ja, schön. Ich habe unseren Garten übrigens zu Hause vergessen. Was? Ich habe unseren Garten nicht mitgebracht. Ja, ist egal, der Teleporter steht ja noch da. Naja. Ja, jetzt nicht mehr. Quatsch. Ist jetzt die Frage, soll ich mal, also wenn das denn hier gefällt, diese Umgebung, ne? Ja. Soll ich dann meinen Teleporter hier hinholen? Damit wäre die Höhle dann allerdings weg. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal wiederfinden. Ja, das stimmt wohl. Ich würde aber sagen, ist okay, wir werden ja eh hauptsächlich hier sein, suchen uns dann neue Höhlen. Ja. Würde ich schon als sinnvoll erachten. Wo bleibst denn du? Wo ich bleibe? Ich besorge mir gerade noch Pilze. Ne? Ich hatte halt gehofft, dass du gleich einen Teleporter aufstellst. Nein, Kat, ich bin jetzt gleich da. Ich kann dich aber immer noch nicht auf der Karte sehen. Ich komme halt auch häufiger vom Weg ab. Ich habe so ein bisschen ADHS, habe ich gerade das Gefühl. Okay. Ich springe durch die Gegend und lass mich von jeder Kleinigkeit ablenken. Alter, du müsstest genau vor mir sein, aber das denke ich jetzt schon seit Jahren. Was ist denn da bitte schon auf der Map angezeigt? Na, so langsam müsstest du hier auftauchen. Hier werden komische Sachen auf dem Kompass angezeigt. Ach, das sind die Schneeviecher wieder. Die gar nicht mehr da. Ja, die Elfies. Hä? Weißt du? Okay. Die Elfies aus der Weihnachtsepisode. Ja. Ich kann mich so vage dran erinnern. Ja. Hast du weggesoffen? Gar nicht mehr da. Erzählen. Ja, ich weiß nicht, ob die noch da sind. Ich weiß nicht, wie lange das Event geht. Das geht bestimmt bis 2018, deshalb sind die jetzt noch da. Ja, okay. Oh, irgendwas ist in meinem Hals, aber... Ah, ich sehe einen roten Punkt, das bist bestimmt du. Was? Nein, ich bin grün. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich einen roten Punkt. Sieht da hinten irgendwas leicht... Nee, egal. Ja, das rote bist du. Rumhüpfen auf jeden Fall. Hui. Hallo. Ich muss Pilze sammeln. Aber ansonsten ist es schön flach hier, da hast du, glaube ich, auch schon für gesorgt. Oh ja, welcome to Rouge Zone. Willst du mich verarschen? Ich darf hier... Was? Moment, warte mal. Ich darf jetzt hier nicht... Strong TNT cannot be used in this claim. Du Sackgesicht, ich kann dir nichts in die Luft sprengen. Nee, jetzt will ich das Haus doch woanders bauen. Ich sehe es nicht an, das irgendwo zu bauen, wo ich es danach nicht in die Luft sprengen kann. Ich will das alte Haus gleich in die Luft sprengen. Egal. Was? Nichts. Wolltest du denn mit... Hier ist eine friedvolle Ecke, ja? Ja, ist okay.
Lalalala. Wolltest du denn mit Steinen anfangen oder wie genau stellst du es dir vor? Ich meine, wir können ja auch Stone Wie Wall mit. oder dekorativen Stone Floor und so einen Scheiß machen. Gute Frage, nächste Frage. Okay, nächste Frage wäre, wie willst du den Boden haben? Gute Frage, nächste Frage. Nee, jetzt habe ich keine mehr. Hier, guck mal. Nicht. Ich wollte zu lange weiter treiben, bis wir beim Dach angekommen sind, aber gut. Das Auch wusste ich. schick. Oder? Das ist unser Flur. Ja, bau schon mal einen Flur, obwohl wir noch keine Wände haben. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, keine Ahnung. Hervorragend. Können das ja auch als Weg zum Eingang nehmen, dann Ja, vielleicht ist. sollten wir erstmal einen Grundriss machen. Mach doch mal einen Grundriss. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal einen Überfordert Grundriss. mich das nicht. Ich Nein. überfordere dich nicht. Du wolltest doch. Eingang, welche Seite? Zum Wald, dahin, also ne, zum anderen Wald oder zum See? Ich würde sagen, zum See könnte man eher dann so Richtung Garten machen. Also Ja, vielleicht okay. dann, da ist ein bisschen dunkel Richtung Wald. Ich würde sagen, hier so in diese Ja. Richtung, der Eingang. Also da Eingang, ja? Hier zu mir, ja. Okay. Ja, ich habe jetzt natürlich nichts dabei. Gut. Sehr gut. Ich hab keinen einzigen Stein mit. Ja gut, Steine kriegen wir ja hier hingezaubert. Oh, Asphalt. Entschuldigung. Da können wir eine Einfahrt für die Garage mit asphaltieren. Ja. Ich Wo freue mich drauf, wenn wir bald unser Auto fahren werden. Holzauto abstellen können. Oh Mann. Jetzt bin ich trotzdem gerade am Überlegen, wie ich nochmal eine Kiste crafte. Das müsste doch irgendwo mal sein. Da, Kiste. Ah, ich brauche Vines oder Stone Slabs. Leck mich doch am Arsch. Hast du einen Processor? Natürlich Wir haben nicht. echt nichts mitgenommen, ne? Wir sind Nein, echt komm, ich Genies. hole meinen Teleporter hier hin. Das hat doch alles keinen Sinn. Ja, dann mach das mal. Dann holen wir mal ein bisschen Zubehör. Ich gehe mal auf die Suche nach Vines. Und dann kann ich schon mal eine Kiste machen, dass wir ein paar Sachen hier ablagern können und uns auch was überreichen können. Bumm. Okay. Welcome to Dann, dann, Grooch dann. Zone. Gott. Zone. Boah, da kommt es mir hoch. Ekelhaft. Ja. Aber nicht wegen dem Namen jetzt, oder? Nein. Lustig. Ja, was? Ich habe doch gecrouched. Wie konnte ich überhaupt runterfallen? Au. Hat's Fallschaden. wehgetan? Als Hat's ich vom Himmel wehgetan? gefallen bin. Ja, ist okay. Oh mein Gott. Das spawnt gerade jede Menge Kacke. Ich erleuchte schon mal die Höhle, die wir hier quasi direkt vor der Haustür haben. Jawohl. So einigermaßen. Uah. Teleprompter. Was? Teleprompter? Wollte ich deinen Teleprompter holen? Ah, Herr Miro, Ah. Hilfe! Ach, Miro, also wirklich. Ach, Glas. Ich wollte noch irgendwo mal Schnee. Schnee, genau. Glas wird übrigens aus Schnee hergestellt. Aha. Was Glas oder Schnee hier? Aua, ich bin tot. Da war noch ein Schwein hinter dem Miro. Sag Du wurdest nichts. von einem Schwein getötet. Haben wir hier irgendwo Wüste bei uns? Hast du schon nachgeguckt, Sag mal, zufällig? kann das irgendwie sein, dass ich keine Rüstung mehr anhab? Ja. Ja, das ist Echt? auch so. Ja, die Ja, geht ich habe irgendwann nur halt noch kaputt. scheiß Ärmel an und so ein. Vielleicht Keine nimmt die mehr Ahnung. Schaden, wenn du drauf gehst oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht, aber Was so könnte der macht es natürlich Grund Sinn, dass sein? ich so oft sterbe. Ja, das stimmt wohl. Ich bin wieder aus Grooch Zone raus. Ich erkunde gerade mal, ob ich irgendwo einen Strand finde, weil ich würde halt gerne mal anfangen, Gaslampen zu bauen, die ein bisschen besser ausleuchten. Ja, ein Strand ist auf jeden Fall hier um die Ecke. Echt? Also nicht so weit weg. Minimaler Strand, aber es ist Strand. So, ich Also habe mich Sand gibt's festgebracht. da. In welche Richtung denn? Nach Süden oder was? Warte. Wo ist denn hier? Melonen. Ja. Nee. Nö. Ja, nö. Von uns aus nach Südwesten. Südwesten, aber ne, nicht Südwesten, sondern Südwesten. Also so tendenziell wirklich Süden, ja? Ja, genau. So, und jetzt mehr Richtung links, 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 weiter links. Also Osten oder was? Jetzt geh einfach links, genau die Richtung, weiter geradeaus.
Halt drauf zu. Halt drauf zu, ist lustig gesagt. Ich weiß ja gar nicht. Wo drauf? Ich höre Meeresrauschen. Ja, richtig. Geil. Sand. Oh, ich wollte den Sand gerade waschen. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich Sand und Glas. Achso, für Glas müssen wir im Ofen machen, ne? Wäre sinnvoll, ne? Man kann es auch über einer Fackel probieren, aber ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Ja, ich weiß nicht, was für eine Temperatur wir brauchen, weil Fackeln kriegen wir irgendwie nur so 80 Grad Fahrenheit oder was hin. Weiß ich gerade gar nicht. Nicht genug jedenfalls. Fackeln sind aber auch echt ein bisschen lasch. Naja. So, Das ist schön, man sieht von weitem immer, wo man hin muss, weil da so eine gelbe Wand einfach komplett durch die Luft schwebt, wo deine Zone anfängt. Eine gelbe. Achso. Ja, Welcome to Good Zone und so. Ja, siehst du mal. Leuchtet vorübergehend mal den Boden aus, dass hier nicht so viel Scheiße spawnt nachts, ja? Also die Höhle hier ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Da müssen wir auch eventuell noch ein bisschen graben. Na gut, dann ist es so, da müssen wir noch ein bisschen graben. Schade, aber. Ich habe sie jetzt, glaube ich, komplett ausgeleuchtet und es geht irgendwo mehr weiter. Das bedeutet, sie ist nicht spektakulär, ja. Das stimmt leider. Das ist so ziemlich die Definition davon. Also zumindest, wenn man das nach 2-3 Sekunden oder Minütchen in der Höhle sagt. Ich bin jetzt durch. Good Zone, Admin. Ja, es ist immer wieder schön, das zu lesen. Ich fühle mich auch sehr willkommen hier. Etwas von Ostblock hier mit dieser fetten Mauer, durch die man... Na, egal. Was? Ostblock? Nix. Alles gut. Ich bin froh, dein Admin sein zu dürfen. Ganz ehrlich. Das ist schön. Ach, wie cool. Ich habe Horned Melons gefunden. Wenn man die konsumiert, geben die halt nicht extra Leben, sondern extra Stamina. Okay. Auch nicht schlecht. So. Oh, nice. Muss mir mal ein paar Steine holen. Ist ja, nicht ich für bin die... gerade auch Stein am Abfahren. Also hier Standardstein. Ja. Moment, du bist nicht in der Höhle, von der ich dachte, in der du warst, oder? Dass du in ihr warst, oder? Weiß ich nicht. Die direkt an unserem Bauplatz. Ja. Da bin ich jetzt auch drin, aber... Hier ist keine einzige Fackel. Dann bist du in einer anderen Höhle, direkt an unserem Bauplatz. Die ist auch nicht so tief, glaube ich. Ja. Sieht immer aus, als ging es noch eine Ecke weiter, aber dann ist doch irgendwie an jeder Ecke wieder Schluss. Ach, ich habe keine Fackel mehr, kann ich lange klicken. So. Wir nehmen jetzt schon wieder quasi, weiß ich nicht, 20 Minuten auf oder so. Ja, wir sind schon eine Weile drin. Ich möchte auf jeden Fall zumindest noch den Grundstein gelegt haben. Ja. Damit die Ansage, wir fangen mit unserem Haus an in Folge 10 zumindest erfüllt ist. Lass und wenn nur ein Stein da liegt, das ist mir egal. Ja, ja, mach doch mal. Setz du schon mal deinen Stein? Ich fahre, wie gesagt, gerade ein bisschen Stein. Wow. Ja, ich auch. Bin nur immer noch der Ansicht, dass wir hier einen Processor und so einen Käse bräuchten. Den bräuchten wir definitiv, ja. So. Aber ich brauche anscheinend wirklich Steine und kann keine Limestones oder sowas nehmen dafür. Mist. Hätte ich uns schon mal einen gecraftet, aber hier sind Steine. So, wie bin ich denn jetzt hier rein? Hast du wieder alles kaputt gemacht oder was? Ich habe alles kaputt gebaut, ja. Also alles wie immer. Schön. Interessant. Schön. Ja, wie immer, genau. So, oh, es ist Nacht draußen. Nachts ist es kälter als draußen, ja. Lege jetzt mal schnell meinen Grundstein hier irgendwo hin. Warte auf mich. Ich will schon mal die ersten Gegenstände in unserem Haus aufbauen, die ersten Möbelstücke. Also, Klingeling. In unserem Haus ist übertrieben, aber, ne? So. So, baut's. Ich sehe noch keinen Stein. So. Bams, da ist er. Ich weiß nicht, ob er da bleibt, aber... Nee, das ist doof. Warte mal. Wir machen den hier in die Mitte. In den Boden als Grundstein. Bams, so. Da liegt er. Das ist the one and only. Hm. Okay, Haus ist fertig. Tschüss. Alles klar. Nee, Sollen wir dann hier erstmal die Aufnahme wieder stoppen? Ja, komm von mir. Ich mache noch die Einfahrt gerade. Ist eine kleine Einfahrt. Hier, so, fertig. Alles klar, also, stellen wir uns beide drauf okay. Und dann, Oh, ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, gut, okay. Ja, ich komme mal ein bisschen näher. Schon wieder, nee. Nicht nochmal. Okay, ich bleibe auf dem Grundstein. So.
Machen wir es doch. Wunderbar. Ja, dann liegt es wohl an mir, euch alle zu verabschieden. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, von Groot und mir ein frohes neues Jahr noch. Ne, das hatten wir schon an Silvester. Shit, stimmt ja. Ja, das hatten wir schon mal. Okay, war ein Versuch wert. Trotzdem, Dankeschön fürs Einschalten. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein, Leute. Rinja hauen. Tschüss.